Das schwere Zugunglück in Hosena am Donnerstagabend hat ein Todesopfer gefordert. Der Stellwerker konnte Freitagmittag nur noch tot aus den Trümmern des Stellwerks geborgen werden. Ein Güterzug war auf einer Weiche in die Flanke eines dort stehenden Zuges gefahren und hatte ihn auf das Haus geschoben, das dadurch total zerstört wurde. Ein Zugführer wurde beim Absprung schwer, der des stehenden Zuges leicht verletzt. Eine Bahnsprecherin sagte am Nachmittag, dass die Strecke aufgrund von Beräumungs- und Reparaturarbeiten mehrere Tage gesperrt bleiben wird.